Ja, hi Leute, ich bin's wieder, Lego Star Freak 333 und ja, heute glaube ich schon zum vierten Mal oder so. Ja, und heute mache ich ein Video für jemanden. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht mehr für wen. Irgendwer hat mich darum gebeten, diesen Raketenwerfer nochmal zu zeigen, wie man den baut. Also ein Tutorial zu machen. Ich meine, es wäre Mr. Clone Commander 13 gewesen. Wenn das stimmt, ist gut. Wenn nicht, dann sagt mir bitte, wer das war. Oder ich gucke es gleich nochmal nach. Also in die Beschreibung werde ich dann, oder in den Titel werde ich dann schreiben, für wen das ist. Ich habe jetzt jedenfalls, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine Mr. Clone Commander 13. Und zwar soll ich diesen Raketenwerfer zeigen. Das mache ich jetzt auch mal. Ja, der besteht. Baue ihn jetzt nicht einzeln auseinander, sorry, aber dann müsste ich hier dieses Gummiband wieder dazwischen quetschen. Darauf habe ich jetzt keinen Bock, weil das ist etwas fummelig. Also es besteht aus so einem schwarzen Teil. Ich glaube, das kann man auch so ganz gut erkennen. Also so ein schwarzes Teil. Dann schneidet man so ein aus dem Gummiband so ein Stück. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, wie lang das ist. Ich würde mal so tippen. 8, ja, 7, 8 Zentimeter. Da müsst ihr halt gucken. Besser ihr schneidet erstmal zu groß als zu klein. Ja, könnt ihr dann halt ja ausprobieren. Dann so ein Lichtschwertgriff, egal ob grau oder silber. Dann so ein Teil mit so drei solcher Teile, also so ein Dreiecks, also so mit so drei Stäben an einem Teil. Dann darauf so ein zylinderförmiges, sag ich jetzt einfach mal. Ja, und grau am besten. Und vorne drauf nochmal Lichtschwertgriff. Und zwischen dieses Teil und diesen Lichtschwertgriff steckt ihr das andere Ende von dem Gummiband. Ja, ich hoffe, das ist jetzt verständlich erklärt. Ja. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Funktion. Dafür nehme ich mal so einen kleinen Moment. Stelle ich meine Kamera hier erstmal richtig hin. So, also ihr nehmt den Clone Trooper. So. Und ja, dann nehmt ihr das hintere Ende, am besten nach rechts oben. Dann kann man das halt unter der linken Hand. Ah, das kann man sich so gut erkennen. So. Kann man das halt unter der linken Hand klemmen und über der rechten Schulter. So, und dann hat er das halt so auf dem Rücken. Zeigt das nochmal. So, ja. Also ich finde, das sieht ganz gut aus, weil ich hatte das halt in der Clone Wars Episode, Staffel 3, Episode 2, gesehen, halt mit diesem ARC Trooper, der halt so einen Raketenwerfer hat. Habe ich auf Wikipedia nachgeguckt, der heißt halt RPS-6 Raketenwerfer. Und den kann man halt umschneiden. Ja, das kann man jetzt mit diesem hier halt auch machen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich glaube, Mr. Clone Commander 13 war das. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, kommentiert, bewertet, abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.